Mein Name ist Dirk Werner, ich bin 30 Jahre alt, fahre dieses Jahr für BMW in der DTM und wohne in Würzburg. Motorsport ist für mich wirklich ein Traumberuf und es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, der ja eigentlich schon seit ich Kind war in meinem Kopf war. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Kartrennen zu fahren und es beeinflusst wirklich mein Leben sehr stark. Ich fahre ja zusammen mit dem Bruno Spengler im Team Schnitzer Motorsport. Das Team ist in der DTM früher schon an den Start gegangen und ist wirklich eine Legende auch. Man merkt, dass bei BMW auch Motorsport gelebt wird und jeder, der an diesem Projekt DTM jetzt auch beteiligt ist, wirklich mit Herzblut dabei ist. Alle Mitarbeiter sind unheimlich engagiert und das gibt dem ganzen Projekt einfach einen riesen Push und macht unheimlich Spaß, dabei zu sein. Der BMW M3 ist ja an sich schon ein sportliches Auto und das DTM-Auto ist wirklich ein kompromissloses Rennauto. Das fängt an beim Motor, geht über das Chassis, die Fahrwerkskomponenten, die Aerodynamik ist unheimlich ausgefeilt und es wird wirklich, bei dem Auto geht es nur darum, es so schnell wie möglich zu machen. Man ist alleine in seinem Rennauto und kämpft auf der Strecke um jeden Millimeter. Bei der DTM muss man einfach alles geben, denn ansonsten gerät man ins Hintertreffen. Mein Ziel für die DTM ist natürlich, eine bestmögliche Leistung zu bringen und wenn ich am Ende der Saison zurückblicken kann und sagen kann, ich habe wirklich alles gegeben, dann bin ich zufrieden.